Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Final Fantasy 7. Und ja, wir waren das letzte Mal stehen geblieben mit dem schönen Teil hier, mit dem Buggy oder Strack-Buggy oder was das sein soll. Ja, wir sind letztes Mal hier von dem Dingner hergekommen. Ich habe den Namen vergessen. Klasse. Ja, wir kommen von da. Wir waren sozusagen eingesperrt, haben auch viel über die Geschichte von Barrett erfahren. Und jetzt müssen wir dahin. Was uns da erwartet, das werden wir gleich sehen. Auf der Karte ist da nichts. Na gut. Dann werden wir mal da anlegen, also. Und ja. Achso, eine kleine Anmerkung noch. Ich gehe mal kurz hier raus. Eine kleine Anmerkung noch, und zwar ich habe die Aufnahme schon mal gemacht, aber Freitag, da hat die Aufnahme übelst gehackt, also beziehungsweise die Folge, die ich ja neu gemacht hatte, und da musste ich die komplette Aufnahme noch mal machen, weil ich habe es noch mal neu gerendert. Ich habe in verschiedenen Formaten AVI, WMV und MP4 habe ich es hochgeladen. Es hat nichts geklappt. Also ich weiß nicht, was der YouTube falsch gemacht hat, aber eigentlich müssten gerade die vier, die drei Formate erst recht gehen. Na gut. Jetzt mache ich nochmal eine Aufnahme, sodass ihr Montag halt eine längere Folge habt. Und ja. Also so als kleine Entschädigung. Ansonsten werde ich das so machen, dass ich heute nur eine kleine Aufnahme mache, weil ich bin momentan in der Vorbereitung für Samstag, weil Samstag fahre ich nach Berlin. Und ja, die für Montag die Folge von Minecraft, die werde ich auch erst wahrscheinlich am Sonntag machen. Oder am Montag, kommt drauf an. Je nachdem, wie ich Zeit habe nach Berlin jetzt. Und ja, wie gesagt, ich habe ja noch ein Real-Life-Leben und ja. So, halten wir uns nicht lange auf. Jetzt geht's weiter. Ich geh mal hier. Ich guck mal. Oh, was haben wir hier? Hier ist niemand. Wir kommen wieder. Wir kommen später wieder. Okay. Gut. Lustig, ein Haus an der Zungenspitze. So, drin ist nichts. Kann man da auch über dieses Wasser fahren? Nein. Oh, ein Gegner. Das Gute ist ja auch dabei, bei dem Buggy, man kann auch gegen die Gegner kämpfen. Ah, unsere. Endlich mal ein paar einfache Gegner. Und. Angriff. Nee. Oh. Plupp. Nicht zu stehlen. Angriff, Angriff. Sehr gut. Wisst ihr, da haben wir schon den ersten Kampf des heutigen Tages beendet. Und ja. Ich habe auch momentan. Ich hatte mir zwar ein paar Themen rausgesucht, aber sie sind schon ein bisschen älter. Na gut. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen weiter hier und dann fange ich in ein Thema an. So. Guck. Haben wir das Ding? Gucken wir mal hin. So, mal sehen. So renne ich nicht. Ist da jemand? Oh nein. Ruth, welche gefällt dir? Warum denn so verlegen? Los, welche gefällt dir? Tiefer. Die ist okay. Aber arme Elena. Sie, du? Nein, sie mag Zeng. Ich hatte ja keine Ahnung, aber Zeng mag die vom alten Volk. Worüber reden die? Cloud ist so dämlich. Das müsste jeder... Huch. Wo kommt die denn her?
Ich gucke nur einmal weg und dann total affig. Sie sprechen darüber, wen sie mögen und wen nicht, aber Zeng ist anders. Ah, oh nein. Sie sind hier, sie sind wirklich hier. Dann ist es soweit. Gut, mach es ihnen nicht leicht, auch wenn es Mädchen sind. Keine Angst, ich mach das schon. Wir verlassen uns auf dich. Ich berichte Zeng. Ah, jetzt muss ich gegen die zwei Schwachköpfe noch kämpfen. Es ist eine Weile her. Ich finde Reno genial. Also ihr müsst mal wirklich den Film Final Fantasy VII Advent Children. Das ist nur eine Empfehlung von mir. Und nur auf Reno achten meistens. Es ist nur ein Traum. Also ein Schwachkopf ist nichts dagegen. Gut. Genug gelabert, jetzt mache ich weiter. Jetzt müsst ihr dafür zahlen, was ihr in Sektor 7 getan habt. Sektor 7? Zu traurig. So weit gehst du. Na gut, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen kloppen. Aus dem Hinterhalt sogar noch. Präventivschlag. Ich mach mal schiefer. Raub auf Reno. Und hier muss ich kurz warten. Ah, da ist Ramu. Gut, lass ich mal so. Bumm. Ich mag die Beschwörung richtig. Autsch. Nichts zu stehen. Autsch. Klaut. Zauber. Blitz. Oh, jetzt kommt Ramu. Das müssen wir uns ansehen. Oh, das gab ordentlich drauf. Türklicht. Oh, Cloud hat sein Limited. Einmal schön Blitz rein, Feuer. So, Zauber. Heilung. Ja. So, Cloud sein Limited. Klingenstrahl auf Reno. So, Kief Zauber, Zwerg auf Rüd. Ah, Chi. 800. Rino, wir ziehen uns zwar zurück, aber wir siegen immer noch. Ganz schnell, ganz langsam und dann schnell. Yay, wir haben die besiegt. Aber man kann die, glaube ich, nicht richtig besiegen. Ja. Schutz haben wir durch und zweimal Level Up. Sehr gut. Märchenstab haben wir bekommen. So. Woher wussten sie, dass wir hier sind? Sie sind uns gefolgt, aber das merkt man noch. Das bedeutet... Etwa ein Spion? Nein, niemals. Ich will nicht mal daran denken. Ich vertraue allen. Okay. So, wir gucken uns ein bisschen um und dann... Oh ne, da geht's nicht lang. Hier ist auch nichts. Ja. Also der Ort bringt uns rein gar nichts ein. Ah, doch. So, ah, da hinten ist eine Materie. Todesstoß. Oh wei. Wir sollten uns mal ein bisschen heilen. Materia Todesstoß. Ich will mal kurz gucken. Todesstoß. Befehl Materia Todesstoß. Ja, da brauchen wir aber ein bisschen was anderes. Anderes Objekte. So, jetzt müssen wir mal gucken. Dieser Kreuz, das ist Geldlick. Schrapnell. Da. Mithril-Säbel.
Märchenstab. Also ist das für Aris. So, was haben wir für Gegner? Gottesanbeterin? Ja, jetzt, wir heilen uns erstmal. Fangnetz. Das sind doch Feuerviecher. Pflanzenviecher, also müsste der Feuer gut gegen sein. Ah, klar, dann was machen wir jetzt so gegen die? Ich weiß ja nicht mehr, was sie haben. Ich beschwöre einfach Schiefer. Ich weiß nicht, was das für Viecher sind. Was ist, wenn die alle stoppen? Ja, das kann eigentlich bloß der Debuff Stopp sein. Weil niemand kann ja agieren. Push. Wartet mal kurz. Wieder da. Nochmal. Oh, so, Angriff. Aha. Kifstis hat seine Limited. Aha, aber die bleiben nicht immer. Stopp. Sehr gut. So. Wir gehen erstmal kurz zurück. Ist wohl besser. Dann können wir nämlich die Charaktere wechseln, weil wir sind ja gleich in der Nähe. Und ja, ich habe jetzt gerade 2-mal hintereinander genießt. Mit 3-mal genießt ist doof. 12-mal ist Pflicht. Kennt ihr das? Ja. So. Ah. So, PHS war das, genau. Er hat zwar seine Tacke. Machen wir es so. Aber weil wir brauchen einen Heiler dabei. Müsste erstmal ohne gehen, dann müssen wir halt manuell heilen. So. Ausrüsten. Mal sehen, vielleicht kann man ja ändern hier. Gift, Froschschwert. Gift. Das ist blind. Das ist gegen Stärke. Carbon, Carbon, Carbon. Ah, hier gibt es noch einen Silberarmband. Oh, da gibt es noch einen besseren. Sehr gut. Nein. Superhieb. Superhieb. Wachstum doppelt. Normal. Doppelt. Normal. So. Cloud. Achso, hier kommt Schiefer wieder rein. Und da kommt jetzt der Todesstoß rein. Ich will mal probieren, was das ist. So, Tiefer kann ihre behalten. Hat Behandlung wenigstens dabei. Analyse. Kälte, Analyse, Versiegelung. Hitze, alle und Schutz. Gut. Jetzt brauchen wir mal einen Ezra. Da haben wir. So. Damit auch wieder ein bisschen was hat. Und dann geht's nochmal rein. So. Mal schauen. So. Und gleich ein Gegner. Jetzt können wir gleich mal probieren. Einer. Angriff. So. Ich mach mal Annalie, damit ich weiß, was das ist. Todesstoß. Chimärwanze. Oh, nice. 700 hat er. Ah, schade. Also ist das ein Zufallsding. Werde ich mal ein paar Mal nutzen. Weil es nimmt ja keine HP weg. Angriff. Angriff. Todesstoß. Ich will das einmal sehen.
Angriff. Klasse. Ja. Mach was so. Na gut. Müssen wir mal bei anderen Gegnern versuchen. Also muss ich mir mal durchfuchsen, was das heißt. Ah, so ist ja schon Level up. Okay, gut. Machen wir hier schnell den nächsten Gegner noch, sodass Red X Level up ist. Dann gucken wir mal, was wir mal zusammen packen. Weil wir brauchen eine Heilerin. So. 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 Fangnetz. Na klar, so. So. Angriff. Der nächste müsste Todesstoß sein. 1, 2. Ach, schade. Ja, Todesstoß. Ach, Mensch. Na gut. Level up. Noch nicht. Noch ein Gegner. Egal, ob es einer ist oder zwei. Na, mal sehen. Sehen, wann was kommt. Ich will nicht so weit reinlaufen, nicht, dass da nochmal ein Gegner kommt. Hallo. Ach, da bist du. Zwei Jahre noch. Na, klasse. Angriff. 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 Ah, Mist. Tiefer ist. So. Angriff. Angriff. So, Angriff. Mal sehen, vielleicht kriege ich das ja noch mit dem Todesstoß hin. So. Nein. Ach, du willst mich doch verarschen, ja. Also tiefer, wenn du dich nicht gleich bewegst, dann verpasst du den ganzen Kampf. Fangnetz. Na klar so. Warten, warten, warten. Ich kann nichts machen. Spinnenangriff. 105. Ja, endlich. So, demnächst müsste sich Cloud auch wieder bewegen können. Und... Fangnetz. Ach, zum Glück. Angriff. So, und jetzt müsste sich Cloud langsam bewegen. Und... Todesstoß. Fangnetz. Nein! Blödes Vieh. Das hat so schön geklappt. Naja, gut. Ah, also mit denen hättest du es noch nicht zu spaßen. Die geben nur 190 pro Mob. Na gut, gehen wir erstmal wieder zurück. Ich hoffe mal, wir müssen hier hin. Ja, obwohl hier waren welche, also denke ich mal, das wird hier wahrscheinlich sein, dass wir hier hin müssen. So. Cloud können wir nicht auswählen. Schade. So, Tifa kommt mal raus für Aeris. So, ich mache das mal jetzt über Objekte, weil wir haben hier genügend. So. Ein paar Tränke mal weggehauen. So, jetzt geht's los. Ja, klasse. Mit? Ein kleines Fröschlein. Oh nein. Du blödes Vieh. Feuer. Todesstoß. Red Axe. Ach, ist er schon weg. Juhu. Red Axe ist ein Frosch. So. Ist immer noch Frosch? Nein.
Sehr gut. Also, der Frosch war niedlich. Er war klein, aber oho. So, gucken wir mal hier. Oh, den haben wir hier. Egal wie sehr du auch betest, das bringt meinen Enkel nicht zurück. Als der Reaktor vor 3 Jahren explodierte, kam mein Mann dabei um. Aha, das ist also eine Reaktorexplosion. Kaputter Reaktor. Hast du nichts zu sagen? Oh wei. Ah, hier haben wir jemanden. Möchtest du was Zubehör kaufen? Kauf mir mal was. Kopfband. Verschlaf, blind, Gift, bemüht, Frosch, Zwerg, Tobsucht. Umnebelung? Zeit? Das wird, glaube ich, Hass sein, glaube ich. Behandlung. Aber ja, Verwandlung. Ja. Warten wir mal. Nein. Warten wir mal. Wir werden erstmal kurz ausrüsten. Und zwar Eris mit dem Märchenstab. What the? Oh, wei. Verwandlung. Ich glaube, die kriegt so einiges jetzt hier drauf. So, nochmal. Möchtest du etwas kaufen? Zubehör kaufen? Na klar. Erstmal verkaufen. Objekte. Sternamulett lasse ich. Können wir gut gebrauchen. Weißer Umhang. Also die Accessoires lassen wir. So, Carbonreif. Ausstattung. Da gucke ich vorher nochmal lieber. Kanonenball. Den können wir raushauen. Mitrilsäbel. Genau, weg damit. Raumzeitbombe. Metallstock. Weg. So, gucken wir jetzt nochmal schnell nach dem Carbon. Wir haben einmal Verwandlung hier. Möchtest du verkaufen? Hat mir eigentlich gar nichts eingebracht gerade. Ich werde mal kurz gucken. Ausrüstung. Silberarmband. Da ist das, ja, Nitrilarmband. Ah. Daher Armband. So. Jetzt können wir aber Zubehör kaufen. Verkaufen, Objekt. Carbonreif. So, kaufen. Und zwar einmal Umnebelung und einmal Zeit. Jetzt haben wir fast unser ganzes Geld wieder ausgegeben. Ich weiß aber lieber das. Dann können wir verschiedene Materia nutzen. Umnebelung und Zeit. Sehr gut. Hast. Und Psycho, ah, Tast gemacht, stopp. Also, wenn man die alle 3 Stufen hat, hier fehlt was. Na gut. Ah, ne, wir können ja noch die Geschichte anhören. Genau, eine Geschichte an. Nach der Explosion beschlossen wir die Nutzung der Makroenergie. Wir verbieten. Ach so, die Nutzung der Makroenergie zu verbieten. Und mit der Natur zu leben. Okay, ja, ist klar. Wenn hier alles explodiert ist und man hat bloß diese eine Möglichkeit. Oh, Geschichte. Story. Bist du ein Reisender? Hey, warte. Dieses Funkeln in den Augen. Du bist Soldier. Oh, du hast recht. Weißt du nicht was über unseren Sohn? Er hieß Zack. Nein. Nein. Es ist fast 10 Jahre her, als er in die Stadt zog, weil er nicht auf dem Land leben wollte. Als er ging,
sagte er, er wollte Zoltscher werden. Weißt du etwas von einem Zoltscher namens Zack? Zack? Weiß nicht. Ach, du bist so dämlich. Zack. Eine Frau, kennst du ihn? Er schrieb uns vor 6, 7 Jahren, da er eine Freundin hatte. Warst du das vielleicht? Das kann ich. Das kann nicht. Ich weiß, welcher Zack gemeint ist. Alice.